Willkommen zurück zu Kirby's Dream Land 2 und Level 7 Dark Castle. Ja, die letzte Welt in diesem Spiel. Und heute fangen wir sie an und wahrscheinlich werden wir sie dann in der nächsten Folge beenden. Und deshalb sollten wir heute alles geben, damit wir auch in der nächsten Folge genug Zeit haben. Sonst wird die nächste Folge eine Stunde lang. Und ja, wenn man es vermeiden kann, dann jetzt. Hier unten ist, glaube ich, nichts. Die Musik ist cool, finde ich. Wow, knapp. Ja, das hat lieber nichts in dem Mund haben. Weil sonst sowas passieren kann. Wir sind da fast gestorben. Aber natürlich mit meinen Skills sterben wir hier nicht. So, schöne Heilung. Okay, nice. Bye-bye. Okay, bisher ziemlich lineares Level. Bisschen eintönig. Vielleicht, oh, ja. Vielleicht kommt noch was anderes gleich. Und ja, das tut es. Aber was ist hier oben? Oh, okay, gut. Secret? Oh, wow. Wow. Was ist das hier? Wow. Kleiner Enemy-Spam, ne? Hau ab. Komm mal her. Oh, Bosskampf! Was ist das Ziel? Was werden dann... Aua. Was werden dann unten gewesen? Frage ich mich jetzt aber. Ich verstehe diesen Gegner manchmal nicht. Dabei ist er gar nicht mal schwer! Okay. Genau. Aua. Als ob der Stern jetzt schon weg ist. Okay, BÄM! Und wir kriegen die Fire Ability. Hä, als ob das wirklich schon war? Was? Okay, tut mir leid, dass ich jetzt nochmal ins Level reingehen werde, aber ich möchte gerne wissen, was im unteren Weg war. Ich möchte jetzt wirklich wissen, was unten war. Ist das einfach nur ein Weg zurück, oder? Oder wie sieht's aus? Das muss ich halt den ganzen Weg hier zurücklatschen, ne? Aber gut. Das ist ja hier nicht lang. Das kriege ich ja noch hin. Und sonst kann ich auch noch den machen. Und macht ja Spaß! Auszuweichen. Wow, wow. Alter, muss man so ein Challenge machen. Kirby, aber du kannst nicht fliegen. Ja, vor allem bei diesem Spiel wäre es schon eine Herausforderung. So, okay, was passiert, wenn ich jetzt nicht hier hochspringe, sondern hier unten lang gehe? Ah, okay, der Tod. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Alles klar, weiter geht's. Vielleicht ist die Welt ja ziemlich kurz, das weiß ich nicht. Wirkt aber bisher ziemlich so danach. Shit, meine Fähigkeit ist weg. Das hier sieht sehr, sehr krass aus. Hilfe. Ich muss hier weg. Das wäre cool, wenn ich hier von der Eisfähigkeit bekommen könnte. Okay, rein da. Oh, hier kann man sich eine Fähigkeit aussuchen. Welche nehmen wir mal? Nimm mal Steinchen. Warum nicht? Ja, ich kann mich da nicht bewegen. Coole Fähigkeit. Wir hatten aber alle Fähigkeiten schon gesehen, ne? Mit Kirby hatten wir schon alle Fähigkeiten gesehen, deshalb... Ich glaube, Stein hatten wir aber noch nicht, oder? Was ist denn meine Lieblingsfähigkeit? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde mal sagen, vielleicht nehmen wir mal Eis? Das könnte nützlich werden. Oder vielleicht sollten wir lieber die Fähigkeit hier nehmen, die uns gerade präsentiert wird. Die hier. Die hier. Der Igel. Wer weiß. Die Blöcke sehen auch diese überall aus, als würde man hier so mit dem Stachel draufschlagen können. Okay, gehen wir mal unten lang. Okay, werden geteased mit One-Ups. Schön. Gut zu wissen, dass unten One-Ups sind. Das heißt, wir gehen jetzt hier hoch. Hier hoch, genau. Oh, Schwert. Gib Schwert her. Ach so, stimmt. Stimmt, in diesem Spiel gibt es ja gar kein Schwert. Das ist ja hier nur so ein Bosskampf. Hab ich ganz vergessen. Oh nein, jetzt habe ich Igel, aber Rick. Das ist nicht cool. Ich mag die Fähigkeit Kombo mit Rick nicht. Die ist echt kacke. Wie ich finde. Bam, 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 bam. Egal, wir holen. Jetzt schnell der One-Ups. 1, 2, 4 und 3. Bam, 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 bam. Kriegen wir die 20 One-Ups noch hin? Das und vieles mehr in der nächsten Folge. Ich glaube, da kann man nicht... Oder?
Kommt man da runter? Ich weiß es nicht. Irgendwie traue ich mich nicht. Ich habe das Gefühl, das ist nur eine Falle. Einfach rennen! Oh, den nehme ich. Nein! Die Fähigkeit will ich auch nicht. Ich will schon den Typen hier haben. Respawnt er auch? Nein? Schade. Dann kriegen wir aber keinen Cutter. Oh, hier ist das Ende. Okay, ich glaube, die Welt ist ziemlich linear und einseitig. Es hat keine Variations. Einfach alles das gleiche. Bye bye. Oh, lebt noch. Verdammt. Okay, ich stelle mich gerade sehr schlecht an beim Bosskampf. Ich weiß. Tut mir leid dafür. Aber wir sollten ihn jetzt kriegen. Komm her. Komm her, greif endlich an. Mit deinem Scheißsternchen. Okay. Ja, doch, Blitz ist schon viel besser. Nehme ich gerne. Schön Gameboy-farbig. Zum nächsten Level hin. Warte mal, kann ich stehen? Hä? Ich stand gerade in der Luft. Cool. Aha, es gibt 7 Level und den Boss. Okay, Level 3. Können wir in dieser Folge schon das Ende machen? Ich dachte eigentlich, das sparen wir uns für die nächste Folge auf. Aber hey, wenn wir es in dieser Folge schon hinkriegen, das Ende zu erreichen, why not? Oh, das wird ein Kack-Level. Ich sehe das jetzt schon. Ja, ja, das wird echt kacke. Aber wir versuchen es trotzdem. Why not? Oh, okay. Ich glaube, Steinfähigkeit ist hier ein Troll. Zumindest hier an der Stelle. Oh, das ist cool. Ich kann mich frei bewegen mit Rick, wenn ich die Fähigkeit habe. Das ist ziemlich nice. Das like ich. Das ist ziemlich nice. Okay. Wenn die fette Mutter ins Zimmer kommt. Spaß. Was? Wie hat er mich getroffen? Ich hatte doch mein Steinchen. Ah, gemein. Oh. Ach, komm, lass es sein. Lass es sein. Lass es einfach sein. Lass es doch einfach sein. Mein Mann, Mann, Mann. Lass es sein. Lass es einfach sein. Okay. Dem Cutter zu aim habe ich bisher noch nicht wirklich gemacht. Deshalb ist das ein bisschen schwer für mich. Oh, ich mag das. Oh Gott, das mag ich überhaupt nicht mit Cutter. Mit Cutter aim ist ein bisschen nicht so mein Fall. Nur so ein bisschen. Deshalb gib mir mal den Igel, mit dem kann ich sowieso besser arbeiten. Oh, komm schon. Yes. Nice. Cool. Bye bye. So, Sternchen holen wir uns noch. Yeah, und jetzt... Bosskampf! Gegen Mr. Freezy, wo ich den Namen vergießen habe. Das ist sehr, sehr einfach. Auch wenn ich mich gerade treffen lasse. Ich stelle mich gerade gar nicht an. Man muss einfach nur das hier machen. Das war's. Yeah! Okay, ja, die Welt ist ziemlich... Ja, jedes Level ist ziemlich gleich aufgebaut. Aber okay. Ganz ehrlich, wir haben erst 8 Minuten und sind schon fast bei der Hälfte der Welt. Also vielleicht kriegen wir den Endboss heute noch hin. Maybe. Vielleicht. Da habe ich wieder Cutter. Oh, ah! Das ist... Wow. Okay. Stirb. Oh, warum sind hier so viele von euch? Bitte nicht noch einer. Doch, natürlich ist hier noch einer. Ich ignoriere ihn einfach. Bye, bye. Oder ich kill ihn so. Kann ich ihn so killen? Ich weiß es nicht. Irgendwie glaube ich das nicht. Oder? Doch, kann ich. Ah, okay, gut. Das ist sehr, sehr süß. Was war das für ein Wort, was ich gerade gesagt habe? Das ist süß. Okay. Okay, Mike. So, und der Hit war gerade egal, denn ich habe eine Maxi-Tomate phrasen können. Nom nom. So isst man eine Maxi-Tomate. Nom nom. Fragt Kirby, er weiß, dass es stimmt. Falls ihr mir nicht glaubt. Und jetzt wieder so eine Passage hier. Alright. Ja, komm, das wird easy. Das wird ein klar. Vor allem mit Cutter wird das sehr, sehr einfach, weil Cutter kann sehr schnell schießen. Sein Aim ist zwar ein bisschen kacke, wie ihr die ganze Zeit schon merken könnt, aber
kann da schnell schießen. Nö, nö. Jetzt können wir den auch spammen. Oder machen die einfach den, denn das geht schneller. Bam! Ein Leben hat er noch. Komm, greif an, greif an. Nicht die Bohle, oder was immer das ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was? Das hat... Okay, wie hat das nicht getroffen? Holy shit, wie hat das nicht getroffen? Okay! Krieg ich das Timing nicht? Nein, noch schlechter. Okay, ich werde immer schlechter in diesem Minigame. Uff. Na egal, Level 5 wartet auf uns. Das da wollen wir eh nicht waiten lassen. Die gleiche Musik die ganze Zeit, das ist ziemlich langweilig. Aber okay. Ich finde es übrigens cool, dass wir jetzt in der letzten Welt auf uns allein gestellt sind. Oh. Ja gut, wir hatten vorhin Rick. Vielleicht finden wir jetzt keinen. Und dann später noch cool. Oder so. I don't know. Aber das sieht aus, als wäre hier gleich kein. Okay, jetzt können wir uns hier wieder eine Fähigkeit aussuchen. Komm, ich möchte den hier haben. Wie das geht nicht. Komm, nehmen wir mal Blitz. Oh, ich glaube, das war eine schlechte Entscheidung. Oder? Hitte das? Ah, das kann er von da aus treffen. Das ist sehr, sehr gut. Zack. Okay. Hm, nicht unten lang. Aha. Ist aber das gleiche Level genug gespiegelt, oder wie? So sieht's gerade aus. Oh. Hau mal ab. Lass meinen Freund frei. Ist es wieder Rick? Oder ist das Zufall? Warum nicht Rick? Habe ich gesagt, dass ich Rick will? Nein, ich glaube nicht. Und yeah! Was? Die Trollen. Das nenne ich Trolling. Da renne ich jetzt zurück. Das, meine lieben Freunde, nenne ich Troll. Robert, was? Okay. Ich sag euch, wenn jetzt hier unten nicht die One-Ups sind. Okay, ich hab einen Plan. Ich mach den Boss jetzt nochmal. Renn dann nochmal zurück hier hin. So. Ui. Hallöchen. Dich gibt's aber eigentlich. Dich gibt's aber eigentlich erst im nächsten Teil. Ich glaube, es ist eine 3, was auch noch Let's Play wird. Okay, ist glaube ich ein Troll mit den One-Ups. Ich glaube, das kann man nicht erreichen. Ich wüsste zumindest nicht wie. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Und wir kriegen doch keinen. Yay, genau den wollte ich nämlich, weil... Pichu, können wir hier Blitz schießen? Na gut, so. Glühbirnen halt. So Glühbirnen halt. Ist schon Glühbirnen halt. So Glühbirnen. Okay. Bam. Oh, guten Tag, Block. Gut, Blocky, Block. Ja, da schmeißt Steine auf mich, aber er trifft mich nicht. Der ist ziemlich schlecht. Schlelelecht. Und ich spam ihn voll, bis er stirbt. Die. Oh, als ob das noch mich noch getroffen hat. Stimmt, wie sieht eigentlich kein mit Steinfähigkeit aus? Das können wir mal ausprobieren. Oh, hat mich ausgetrickst. Oh, das hat gut gemacht. Aber jetzt reicht's! Was? Hilfe! Das ist ein Stein in mir! Okay, das sieht lustig aus. Das ist ein Like! Ah, fast One-Up. Komm, ich will nach die Zahn, sehe ich voll kriegen. Deshalb schnurstracks auf zu Level 6. Ich glaube, wir schaffen das wirklich heute noch. Das ganze Spiel durch. Moment, ich wollte doch die Sterne haben, dann halt nicht. Das war's dann schon mal mit den 20 Leben. Nein, da war ein One-Up! Egal, das hole ich gleich noch. Ich kann gleich noch mal ins Level rein. Wenn ich es geschafft habe, dann hole ich es nochmal. Wie trifft mich der Scheiß? Wo muss ich denn lang? Ich weiß es doch nicht.
Warum sehen alle Level gleich aus? Das ist ein bisschen unkreativ, Nintendo. Warum macht er den Ey, come on! Come on, was soll das? Das ist unfair. Das finde ich nicht okay. Okay, wahrscheinlich darf man unten nicht lang. Man muss hier nach oben lang. Okay. Weiß nicht, warum man sowas einbauen würde in sein Spiel. Aber, oh, okay, wenn du meinst. Mit du meine ich jetzt die Entwickler. Ich duze die jetzt einfach. Why not? Ja, ja. Deutsch ist bei mir am Start. Ich sag mal die Mitte, weil wollen was. Okay. Okay. Ich mag diese Ebene hier auf jeden Fall überhaupt nicht. Nein! Ey, komm! Wo soll ich das wissen? Ja, gut, vorhin hat man es gesehen. Als ob ich das Ganze neu machen muss. Ich gehe schon direkt falsch. Komm, Spur vor. Will ich nicht sehen. Was ein Kack-Level. Tut mir leid. Aber wenn du einmal falsch gegangen bist und du musst raten, bist du tot. Ohne Gnade, bist du einfach tot. Runter. Stimmt. Oben, unten. Ja? Wo mir das noch? Habe ich einen One-Up? Hau ab. Okay, Mitte. Oben, unten, Mitte. Dann Mitte, oben und dann unten oder so. Ja, weißt du was? Ich gehe einfach nochmal oben, dann nochmal unten und dann nochmal Mitte. Das wird schon richtig sah. Really? Da wäre das Ziel. Nicht Ziel, aber das Ende dieser Ebene. Oh Gott, ich hasse das hier. Das hier ist echt Kacke. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, so der einzige Raum im ganzen Spiel, wo ich sage, das ist halt echt nicht gut gemacht. Die Idee ist gut. Pick a path und so. Ne? Kennt man ja auch von Mario Maker. Mario Maker ist aber auch genauso scheiße wie hier. Was heißt jetzt Mitte? Pass auf, Mike. Bitte, pass auf. Jetzt aufpassen. Wo sind die zu? Okay. Ah, okay, wir waren schon hier. Okay. Jetzt unten lang. Nicht hier unten lang. Hier unten lang. Und dann haben wir es geschafft. Dann kann ich aufhören zu ragen. Nice. Let's go. Oh, der schon wieder. Na komm, schmeiß deine Stacheln. Oder verliere sie. Wie auch immer. Mir egal. Du stirbst. Obwohl, ich glaube, Leute, ich spare mir das Ende des Spiels doch nochmal für eine extra Folge auf, oder? Was meint ihr? Nein, was? Was ist da gerade passiert? Was bist du eigentlich, wenn ich jetzt... Okay, das ist unfair. Ey! Was soll denn der Müll? Okay, das ist echt kacke. Ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Fällt mir überhaupt nicht, was er macht. Aber er ist gleich tot. Wenn ich es schaffen sollte, dann jetzt! Oh Gott! Okay, komm. Jetzt müssen wir aber ganz oben erreichen! Ah, ich schaff's nicht mehr! Wie schade. Okay, Level 7! Wow. Was? Das hat mich noch getroffen. Ach, come on. Oh, jetzt gehen wir den Tower hoch zum Boss. Zum Endboss. Guten Tag euch allen. Wie geht's euch so? Ich hoffe, euch geht es ganz gut, denn mir geht's nicht so gut, denn ich muss gegen euch ankommen. Und das werfe ich mit dem Igel ab. Aber wir haben es geschafft. Okay, bye. Oh, das ist diese Ebene. Okay. Hier kriegen wir jetzt unseren letzten Regen. Rainbow Drop. Regentropfen. Was auch immer. Yeah. Regenbogentropfen. Was auch immer. Ich muss kurz nachschauen. Ich muss mir irgendwo aufschreiben am besten. Ich fahre hier kurz. Und dann sage ich euch gleich, wie es funktioniert.
So, ich habe es mir jetzt mal aufgeschrieben. Die Kombination für diesen Rainbow Drop, was ihr dafür alles machen müsst, seht ihr in dem Raum vorher, also in dem Raum, wo ich vorher war, hier unten. Und zwar braucht ihr da am besten keinen mit der Blitzfähigkeit, also mit der Glühbirne. Dann seht ihr nämlich im Hintergrund die Kombination, die ihr benötigt. Das, ich blende auch mal so einen Screenshot ein irgendwo. Okay, und als erstes brauchen wir die Feuerfähigkeit. Die findet ihr hier rechts. Ah, ich habe den Igel. So, jetzt haben wir die Feuerfähigkeit und müssen hier nach links. Ich glaube, nach rechts können wir sogar gar nicht. Nee. Hier nach links. Gut. Ups, das wollte ich nicht. Als nächstes brauchen wir Stein. Mhm. So ist gut. Kriegen sogar ein Sternchen. Und können so von der Seite aus diese Blöcke kaputt machen. Frag mich nicht, wie Kirby das macht. Okay. Als nächstes brauchen wir Igel. Gut, dass ich mir aufgeschrieben habe, weil sonst müsste ich jetzt die ganze Zeit pausieren. Da habe ich jetzt keine Lust zu gehabt. Okay. Und ihr seht schon, hier können wir lang mit dem Igel. Perfekt. Gut. So, und jetzt brauchen wir Eis. Hier der Pinguin. Der gibt uns Eis. Oh yeah. Dring, dring, dring. Und jetzt kommen wir hier links lang, was auch immer das für Blöcke sind. Und zu guter Letzt brauchen wir nun Cutter. Der ist hier links. Und damit, Leute, haben wir nun alle Rainbow Drops. Hier in dem Raum ist er. Ich möchte gerne den oberen Block aber noch kaputt machen. Yes, okay, gut. Da, 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 da. Yeah! Krieg sogar ein One-Up. Links, rechts ist hier, glaube ich, nichts mehr. Nope. Okay. Ja, ich glaube, diese Räume sollen eigentlich nur darstellen, dass man, ja, ich glaube eigentlich nur zeigen, was man hier alle Fähigkeiten bekommen kann, wenn man Bock hat. Interessanter Raum. Gut, dass das noch getroffen hat. Hätte ich jetzt nicht durchgehen lassen. Aber danke, Spiel, du bist das Social. Was da? Ey, das ist gemein. Das spawnt direkt auf mich. Was kann ich denn dafür? Das war ganz ehrlich. Okay, verdammt. Mhm. Bam. Oh, verdammt. Ich bin eigentlich viel besser gegen den Boss. Aber gerade stelle ich mich an. Aber mit einem Leben. Geschafft. Und nun. Komm schon. Komm schon. Nein. Ah. Kriegen wir leider kein One-Up. Naja. Schwamm rüber. Machen wir weiter mit dem Boss.